Das Wetter ist scheußlich. Ich bin gerade raus hier. Wollte heute mal rüber mähen. Die Spitzen ein bisschen abmähen. Meine Blattfleckenkrankheit, die ärgert mich auch. Hat nämlich ein Kollege, ein YouTuber, hat erzählt, das ist Blattfleckenkrankheit. Das ist echt. Es regnet. Warum regnet das? Es ist windig. Mensch, Februar war toll, März ist furchtbar. Kommen wir nicht voran. Kommen wir nicht voran. Ich habe meinen Dünger am Start, Perlhumus am Start. Und das soll alles dieses Wochenende drauf. Dazu wollte ich aber noch mal mähen. Aber wenn das jetzt hier regnet, kann ich nicht mähen. Das soll jetzt wieder durchregnen. Bei Regenmähen ist auch Mist. Ja, was habe ich für einen Dünger gekauft? Bleibt dran! Es regnet immer noch, Freaks. Aber wir ziehen es jetzt durch. Der Rasen muss gemäht werden. Egal. Und meine Frau hat wieder die super Idee gehabt. John Deere Regencappy. Yes! Die ultimative John Deere Regencappy. Damit kann man auch bei Regen mähen. Kennt ihr eigentlich in Australien? Welcome to another Lawn-Tipp. Lawn-Tipps. Oh oh, alles gut. Das ist wohl ein bisschen kurz hier. Bin ich ja doch nass. Na, die Arme hoch machen. Krasses Pferd hier. Von den Temperaturen her ist es ja eher Winter, obwohl nächste Woche Frühlingsanfang ist. Das hält aber so einen richtigen Rasenflick nicht davon ab, zu mähen. Freaks, ich würde euch mal was zeigen. Ui, das wollte ich eigentlich nicht zeigen. Eieiei. Das ist ein Mist, der hier aufgenommen wird. Ihr wollt, ob ihr das seht. Hier kann man nicht sehen. Ich habe hier vorne so eine Drahtbürste dran. Und diese Drahtzinken habe ich jetzt so tief gestellt, dass sie so ein bisschen in den Rasen rein fräsen. Die Unebenheit ein bisschen ausgleichen und die Wurmhaufen platt machen. Natürlich jetzt gut, als es nass ist, ist der Wurmhaufen auch schön weich und dann wird der Rasen wieder ein bisschen glatter. Ja, Freaks, es ist endlich mal trocken. So, ich werde jetzt sofort düngen. Na? Oh, das kann sich nur noch um eine Stunde handeln, dann fängt ja schon an zu regnen. Also jetzt Gas geben. Was düngt der Rasenfreak? Fertiles Speed. 18, 5, 10 und 2,5. Ganz fein granuliert. 18% Stickstoff, 5% Phosphor, 10% Kalium, 2,5% Magnesium, 12% Schwefel, bisschen Eisen, bisschen Bor, bisschen Zink. Ein echter Greens Golfplatzdünger, der sehr schnell auch sich auflöst.
Und das Zeug hauen wir jetzt drauf. Yes! Das wird jetzt endlich abgehen. Endlich ist es soweit. Der hat ja noch so Mikroorganismen, so Bakterien, um die Wurzeln zu stärken. Also, ist relativ günstig, das Zeug. Könnt ihr mal gucken. Das heißt relativ günstig, 25 Kilo. So ein Sack kostet immer um die 50, 60 Euro. Dreck! Ein wirklich ganz, ganz fein granulierter Dünger. Durch dieses feine Granulat fliegt der Dünger relativ weit auseinander. Es ist ein bisschen windig, aber es muss gehen jetzt. Oh, fies. Ich bin nur gerannt. Also, ich habe es so gerade geschafft vom Regen. Ich bin nur gerannt. Völlig außer Atem. Aber wir gehen jetzt all in. Wir machen jetzt noch Perlhumus. Wir hauen jetzt alles drauf, was geht. Es kommt noch Perlhumus drauf. Heute ist ein günstiger Tag. Es ist Mitte März. All in. Verpackt das Zeug hier. Ah, der Perlhumus. Wenn ihr wissen wollt, was Perlhumus ist, ich habe da mal ein Video gemacht. Könnt ihr noch mal anschauen. Als ich das neu gekauft habe, das Zeug, ich habe 5 Packungen gekauft. Ich will 4 Packungen dieses Jahr auf meinen Rasen raufhauen. Das ist Huminsäure, das ist granulierte Huminsäure, das ist die Weichkohle der Braunkohletagebaustätten. Leonit heißt das Zeug auch. Und das ist ein Bodenverbesserer, der ja, ganz viele wundersame Eigenschaften hat. Schaut euch mal an. Humin Tech GmbH. Und das haue ich jetzt auch noch drauf. Yes! Ah, die mal nicht an. Ah. Bisschen grobperliger. Ah! Knapp. Ja, ich hoffe, ihr seid alle am Start jetzt mit Dünger und sonstigen Wundermitteln. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hat mich wieder gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Euer Rasenfreak. Tschüss.